Müsst ihr selber beurteilen. Wir wollen jetzt hier mit der Podiumsdiskussion beginnen. Da geht es um die Fragestellung, wie lernt man den Kapitalismus zu greifen. Ich möchte erstmal alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Eingangsgesprächsrunde, ihr kommt also natürlich, habt auch noch die Möglichkeit, euch an der Diskussion zu beteiligen. Wir machen erst eine Runde hier oben, begrüßen. Wir haben zuerst Ann-Kathrin Krug vom SDS, macht ihr Referendariat in Jura gerade und die sind mit ihrer Kapitallesegruppe beim dritten Band angekommen. Darüber wird sie berichten. Dann haben wir hier rechts von mir Christoph Lieber, Redakteur der Zeitschrift Sozialismus aus Hamburg. Harald Werner, Mitglied des Parteivorstandes der Linken und dort war einer der beiden, die für politische Bildung zuständig sind, und Sibylle Stamm, ehemalige Verdi-Landesleiterin aus Baden-Württemberg und eine der Landessprecherinnen, kommt direkt aus den Stuttgart 21 Auseinandersetzungen, sind im Podium. Ich fange direkt an mit einer Frage, eine Frage an Harald. Also, unsere Gesprächsrunde steht unter dem Motto, alle reden vom Kapitalismus, wie lernt man ihn begreifen? Die Menschen, die hier sind, sind ja Akteure oder Teilnehmer linker Bildungsarbeit und lehnen den Kapitalismus offenbar ab. Was heißt denn dann, Kapitalismus begreifen? Ja, und wir sind damit noch nicht mal eine kleine radikale Minderheit. Denn es gibt regelmäßige Meinungsumfragen in der Bundesrepublik seit vielen Jahren zu dieser Frage. Und zwar sagen weit über 50% der Befragten in Deutschland, dass Marx Ablehnung des Kapitalismus heute noch Sinn macht. Und etwa der gleiche Anteil findet, dass der Sozialismus eine gute Idee ist, die nur bisher nicht gut ausgeführt wurde. Nun fragt man sich natürlich, wie kann es sein, wenn auf der einen Seite 50% dieser Auffassung sind und dann sieht man sich diese Wahlergebnisse an und sieht dieses Verhalten an auch politische Aktivität insgesamt, dann kann man das nicht so richtig glauben. Dazu gehört eine andere Zahl, dass zum Beispiel 20% bereit sind, eine Partei ausdrücklich deshalb zu wählen, dass sie sozialistische Position vertritt. Das sind 20%. Das ist relativ gleichbleibend. Wie kommt das eigentlich? Das kommt daher, dass das menschliche Denken natürlich äußerst kompliziert ist. Menschen haben nicht nur rationale Einsichten, Informationen über die Wirklichkeit, sondern sie haben auch Emotionen. Sie haben Wertvorstellungen, sie haben Utopien, sie haben Sehnsüchte. Aber mit dem alleine kann man beispielsweise den Sozialismus gut finden und sagen, ich möchte den auch. Aber um zu begreifen, dass man ihn auch erreichen kann, muss man Einsichten haben. Sonst ist das eine Geschichte, die fühlt man, davon ist man begeistert, davon ist man angetan, aber man glaubt nicht daran, dass es überhaupt erreichbar ist. Das heißt, man muss, wenn man den Kapitalismus nicht nur momentan über schlecht finden will, oder wenn man ihn wirklich überwinden will, und wenn man eine andere Gesellschaft haben will, dann muss man auch wissen, wie ist der Weg dahin? Was muss man eigentlich verändern? Wie funktioniert dieses System? Was muss man daran ändern? Wo fängt man an? Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Geschichte. Und nun ist es so, dass natürlich die Menschen, die zu uns in die Partei kommen, die auch in Initiativen aktiv sind, schon einmal davon überzeugt sind, dass es mit dieser Gesellschaft so nicht weitergeht. Die alltäglich auch wahrnehmen, diese Gesellschaft wird gegen die Wand gefahren, es gibt eine zunehmende Verarmung, es gibt Naturzerstörung, es gibt viele neue kriegerische Konflikte. Wir brauchen eigentlich eine andere, eine vernünftige Gesellschaftsordnung. Deshalb wird man Mitglied einer solchen Partei oder der Gewerkschaft, auch engagiert sich. Das reicht vielleicht aus, um diese Arbeit permanent auch auszuhalten. Aber unsere eigentliche Aufgabe ist ja doch, andere Menschen zu überzeugen. Und wenn man andere Menschen überzeugen will, dann muss man ein bisschen mehr wissen, wie Kapitalismus funktioniert. Dann muss man die Absurditäten nicht nur rein äußerlich beschreiben können. Das wissen die meisten, das müssen wir ihnen gar nicht sagen. Aber warum das so ist, Und das ist ein ganz entscheidendes Problem, darüber wollen wir eben auch hier diskutieren. Wir müssen nicht nur Empathie für die Entrechteten
entwickeln. Oder man hat Begeisterung für eine andere Gesellschaft. Wir müssen auch ganz genau wissen, wo muss man eigentlich anpacken? Wo sind die Stellschrauben? Wo kommt es darauf an? Was sind die entscheidenden Dinge? Und dazu muss man wissen, wie funktioniert Kapitalismus. Der Moderator holt seinen Kuli. Ja, aber welche Erkenntnisprobleme gibt es denn da spezifisch? Wenn das, du hast von Empathie gesprochen, wir müssen aufklären, aber welche Erkenntnisprobleme gibt es denn beim Verstehen der kapitalistischen Ökonomie und wie kann man sie überwinden? Also ich mache das mal ganz klassisch. Dieses Problem war ja dem alten Marx schon sehr bewusst. Der hat also ganz genau gesagt, das Problem ist eigentlich, dass in der Wissenschaft, nicht nur in der Ökonomie, in der Wissenschaft eigentlich die Dinge für das Alltagsbewusstsein paradox sind. Es ist paradox, dass beispielsweise bei gerechtem Tausch trotzdem der eine als Gebeutelter davon geht und der andere als Gewinner. Es erscheint dem Alltagsbewusstsein so, dass beispielsweise Armut entsteht durch schlechte Bezahlung, durch schlechte Löhne. Dass die Lohnarbeit schuld ist, dass selbst bei höchsten Löhnen eben auch bei gerechtem Tausch in dem Sinne tatsächlich der eine der Gebeutelte und der andere der Gewinner ist. Das ist vom Augenschein her nicht zu begreifen. Marx hat dazu gesagt, das ist genauso, wie man eben nicht begreifen kann, dass zum Beispiel Wasser aus zwei leicht entflammbaren Gasen besteht und dass sich manchmal die Sonne nicht um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne. Dem Augenschein nach sieht es anders aus. Also braucht man, und das ist das Entscheidende, man muss vom Augenschein absehen, man muss Modelle, didaktische Modelle finden, wo man dem Augenschein zuwider argumentiert. Denn man muss eigentlich im Kapitalismus nicht etwas nur Neues lernen, man muss umlernen. Also gestern habe ich wieder so eine Anzeige gesehen von der Berliner Sparkasse, wunderbar, große Überschrift, lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Das glauben die Menschen. Sie glauben, dass Geld arbeiten kann. Aus dem Grunde muss man Modelle finden, eben das zu entzaubern, diesen Schleier zu zerreißen, Methoden finden, Kapitalismus einfacher zu erklären, aber eben in seinem Wesen begreifbar zu machen. Gehen wir doch mal zu der Frage, wer das eigentlich besser oder schlechter verstehen kann. Sibylle, du bist Gewerkschafterin oder warst lange Jahre Gewerkschafterin bei der IG Metall und bei Verdi und Landessprecherin der Linken. Du hast es also meistens mit Menschen zu tun, die keine akademische Ausbildung haben. Fällt uns oder diesen Menschen das eigentlich leichter oder schwerer, als Akademikerin Kapitalismus zu begreifen? Ich denke, wenn wir die richtigen didaktischen Methoden anwenden und gute, erkenntnisorientierte Bildungsarbeit machen, eher leichter. Weil, also wir reden ja jetzt über die, die wir zu organischen Intellektuellen machen wollen, um mit Gramsci zu reden. Meine Erfahrung, ich habe angefangen in der Jugendbildungsarbeit beim DGB viele Jahre und habe dann viele Jahre Erwachsenenbildungsarbeit bei der IG Metall gemacht. Ich will das mal an drei, also Bildungsarbeit muss immer ansetzen, an den realen, an der realen Wirklichkeit, an den Widersprüchen in der Erfahrungswelt unserer Kolleginnen und Kollegen. Also ich sage jetzt mal, in meinem Bereich waren es Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Und wenn wir das tun, dann fällt es womöglich leichter, Erkenntnisse zu gewinnen, als im nur akademischen Bereich. Ich will das an zwei Beispielen deutlich machen. Die Landesbahn Baden-Württemberg ist mit Milliarden nicht so schlimm wie die Hypo Real Estate, aber auch milliardenhaft hat sie sich verspekuliert. Sie wollen 2000 Leute entlassen und wir haben mit einem Teil unserer organisierten Kolleginnen und Kollegen ein Seminar über die Ursachen der Finanzmarktkrise und sie haben es sofort begriffen, weil, ich sag mal, sie sozusagen direkt Betroffene sind. Ein zweites Beispiel, wir haben ein Nachwuchsprogramm bei Verdi in Stuttgart, das nennt sich Perspektive U35, wo wir die über 25- und unter 35-Jährigen
erreichen wollen. Das ist ein Programm, was über, jeweils über 2 Jahre geht. Und wir haben ein Seminar gemacht über die Frage, was ist soziale Gerechtigkeit, mit 4 Texten. Ein einziger Student war dabei und der Rest waren H&M-Verkäuferinnen, Leute aus dem Bankenbereich und, also alle unter 35 Jahre alt, 26 Kolleginnen und Kollegen, und die haben gesagt, sie haben 4 Texte gekriegt. Und ich sag mal, Niveau erstes Semester Philosophiestudium, also auch marxistische Texte. Und eine H&M-Verkäuferin, die Barbara, die hat gesagt, ey, wie sollen wir denn das lesen? Ich lese nicht mal eine Tageszeitung. Ja. Und dann haben sie 4 Stunden Zeit bekommen, haben diese Texte in Gruppen durchgearbeitet, und die Präsentation, sag ich mal, war wirklich auf dem Niveau eines ersten Semesters Philosophiestudium. Also man darf die Menschen nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Bildungsarbeit. Und man darf ihr Erkenntnisinteresse nicht unterschätzen. Und ein drittes Beispiel, ich habe jahrelang sogenannte Seminare, immer 1 oder 2 Wochen, Arbeitsstudien gemacht bei der IG Metall. Da lernt man mit der Stoppuhr umgehen, da lernt man Akkorde bestimmen und zu kontrollieren, da lernt man Lärm zu messen und. Die galten in der IG Metall immer als fürchterlich unpolitische Seminare. Ich habe immer, gerade in diesen Seminaren, wo die Leute lernen, was ist Akkord, wie viel Stück werden in der Stunde bestellt, wie viel brauche ich fürs Leben, immer den geteilten Arbeitstag und die Mehrwerttheorie einen ganzen Tag mit den Leuten, und sie haben es begriffen, obwohl sie nie Marx gelesen haben, weil es mit ihrer realen Situation im Betrieb zu tun hatte. Insofern denke ich, wir können da guter Dinge sein, wir können es auch gut mischen. Akademiker und nicht akademisch gebildet. Das war eine gute Überleitung. Gehen wir mal von der Welt der Arbeiter und Angestellten an die Welt der Universitäten. Als ihr vom SDS mit den Kapitallesekursen angefangen habt, wurde das sehr stark beachtet, auch in der Presse. Marx geht an die Uni zurück, das heißt, er war wohl nicht mehr da, wurde da geschrieben. Und es ist tatsächlich so, einige haben mal gesagt, ob die wirklich, also die es gelesen haben, die wenigen, ob die wirklich bis zum 3. Band kommen. Haben Sie gezweifelt, ihr seid bis zum 3. Band gekommen? Schilder doch mal, welche Erfahrungen ihr gemacht habt oder wie ihr das gemacht habt. Ja, danke schön. Ich weiß nicht so genau, ob ihr die Kapitallesenbewegung kennt, ob ihr sie irgendwie zur Kenntnis genommen habt oder verfolgt habt. Ich mache vielleicht mal einen kleinen Überblick, so wie das Ganze gestartet ist und unter welchen Umständen und wie wir dann letzten Endes jetzt gerade erst im Oktober den 3. Band beim Kapitallesekreis an der Humboldt-Universität beschlossen haben. Also die Kapitallesebewegung war ein Versuch, bundesweit an den Universitäten Kapital zu lesen. Das war ein Versuch, der hat so in der organisierten Form, glaube ich, noch nicht stattgefunden. Und das war auch ein Versuch, dass wieder so flächendeckend Kapital gelesen wird, wie es auch seit Jahrzehnten dann nicht mehr stattgefunden hat. Wir haben das angefangen, im Wintersemester 2007 zu konzipieren, unsere Arbeit darauf anzulegen. Und da war eigentlich von Wirtschaftskrise noch überhaupt nicht so viel zu hören, obwohl es ja schon so Hypothekenkrisen gab es schon, aber das war einfach noch nicht so in aller Munde. Das hat sich dann aber stark verändert, sodass wir im Wintersemester 2008 angefangen haben, einen riesigen Zulauf bekommen haben. Das war nicht nur in Berlin so, das war in allen möglichen Städten in ganz Deutschland so. Wir hatten zum Beispiel an der Humboldt-Universität 230 Besucherinnen für die Auftaktveranstaltung. Also wir haben am Anfang immer so Auftaktveranstaltungen gemacht und uns der Frage gewidmet, warum jetzt das Kapital lesen? Und das war auch in Hamburg so, da waren wohl die meisten, ich glaube 280 Leute oder so. Und dann beim ersten Lesetermin kamen dann an die Humboldt-Universität alleine 85 Leute. Und wir standen eigentlich mit 2 oder 3 vorbereiteten Teamerinnen da und haben dann ganz schnell versucht, die in Lesekreise aufzuteilen und hatten dann 5 Lesekreise. Und wir waren ein bisschen überrannt und überfordert mit dieser Situation. Einige von uns hatten das Kapital zu der Zeit, also den 1. Band zumindest, schon mal überflogen oder schon mal angefangen zu lesen. Aber wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, jetzt so ein wissbegieriges und massenweise vertretenes Publikum zu bespaßen. So. Genau.
Was uns, glaube ich, auch, also ich glaube, dass Marx zu dieser Zeit auch in den Feuilletons und in den Zeitungen überhaupt wieder erstmals mal wieder eine Rolle gespielt hat, so dass der Zulauf auch von daher vielleicht zu begründen ist, also im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise. Genau. Und zwar aber, während wir die Kapitallesebewegung konzipiert haben, schon bewusst, dass es schwierig wird. Das ist nicht so wie in den 70er Jahren, dass man dann mal Zeit hat, wirklich ein ganzes Jahr sich mal der Marx-Lektüre zu widmen. Also die Lebensrealität der Studierenden war uns relativ klar. Und wir haben halt versucht, okay, uns die Frage zu stellen, wie können wir unter Bachelor- und Master-Studierenden die Kapitallesebewegung irgendwie aufbauen. Dann haben wir uns überlegt, okay, die haben ein riesiges Arbeitspensum, sie haben Leistungsdruck, sie haben Zeitdruck. 60% der Studierenden müssen nebenbei arbeiten und das wird uns vielleicht auf die Füße fallen oder wir werden echt Probleme damit bekommen. Die Leute haben Existenzängste, sie wissen nicht, ob sie nach dem Bachelorstudium noch einen Masterplatz bekommen, die Leute wissen nicht, ob sie eine Arbeit bekommen danach und so weiter und so fort. Und die Studiengänge an sich haben sich sehr, sehr stark verkürzt. Das heißt, nach 3 Jahren ist so ein Bachelorstudium vorbei. Das heißt, man orientiert sich im ersten Jahr vielleicht oder man macht 1-2 Semester, sagt sich, okay, ich will politisch aktiv werden. Dann kommt man zu einer Gruppe, dann fängt man vielleicht einen Kapitallesekurs an. Hups, da muss noch ein Praktikum gemacht werden und da muss vielleicht noch ein Auslandssemester absolviert werden. Und dann sind die Leute relativ schnell raus. So. Wir haben versucht, darauf zu reagieren und haben gesagt, okay, wir wollen das in einer vielleicht überschaubaren Zeit machen. Wir nehmen ein Jahr für den ersten Band und dann schauen wir erstmal weiter, ob überhaupt Interesse und Zeit und so weiter für den zweiten und dritten Band besteht. Wir haben das Ganze dann mit so einer Art Leseplan versehen. Manche Gruppen haben sich daran gehalten. Die haben gesagt, ja, wir haben nicht so viel Zeit. Wir lesen wirklich nur die Abschnitte, die in dem Leseplan stehen. Wobei das beim ersten Band wirklich trotzdem fast alles war. Also da waren nur, also es sind wesentlich weniger Stellen nicht gelesen worden, als die gelesen wurden. Wir haben dann versucht, immer wieder Wiederholungssitzungen zu machen. Zwischendurch sind nämlich immer wieder Leute abgefallen, haben gesagt, wir haben jetzt Prüfungen, wir haben jetzt keine Zeit und so. Und dann haben wir versucht, die Wiederholungssitzungen zu machen. Und da hat sich schon so das erste Mal herausgestellt, wie krass dieses Studium ist heute, wie diese Struktur des Studiums auf die Leute wirkt und auf deren privaten Initiativen mal etwas anderes sich anzueignen als den gängigen Universitätsstoff. So war es so, dass wir mitbekommen haben, dass die meisten Bachelor- und Masterstudierende eigentlich während dieser Prüfungsphase Ende Januar, Anfang Februar, Mitte Februar, ja, weggebrochen sind. Und was die Leute, die geblieben sind, ich komme jetzt auch zur Beantwortung der Frage, wer den dritten Band zu Ende gelesen hat, das sind dann halt teilweise Leute gewesen, die berufstätig waren, Doktoranden waren, Arbeitslose waren und nur ganz, ganz wenige Studis. Also, und wenn dann auch, also höchstens, ich glaube, in dem Lesekreis an der HU, der zum Schluss beendet hat, war glaube ich nur ein einziger Bachelorstudierender dabei. Das heißt, wir waren noch 14, 15 Leute, aber es war nur ein einziger Bachelorstudierender. Genau. Interessant war aber dadurch, dass wir so viele Berufstätige haben, und da kann ich ein bisschen anschließen in das, was Sibylle sagt, so durch diese Vielzahl kriegt man ein anderes Verständnis. Die Leute können das mit ihrem Berufsleben viel schneller in Berührung bringen mit dem, was sie da lesen, und können damit sehr viel anfangen und sehr viel exemplifizieren. Genau. Interessant auch, die Leute wollen alle weiterlesen. Also sie wollen alle irgendwie weiterarbeiten. Also wir konnten leider die Kapitallesebewegung nicht vollständig auswerten. Das heißt, mein Blick ist primär Berliner Blick. Eine prozentuale Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Also weiß ich nicht, müsste man jetzt... Ja. Ach, sagen, weiß ich nicht, 15%, 10 oder so, 15%. Danke. Christoph, ich habe dich beobachtet, als Ann-Kathrin erzählt hat, und du hast dann manchmal geschmunzelt. Vielleicht stammte das noch aus der Zeit, als die Kapitallesekurse hier an der FU in der Zeit veröffentlicht wurden, Anfang der 70er Jahre, wo sich die sozialistischen Studiengruppen gegründet haben, aus der ja eure Zeitschrift Sozialismus dann hervorgegangen ist. Ihr habt ja viel dafür getan, dass kritisch-marxistisches Gedankengut in den Gewerkschaften auch in der linken Sozialdemokratie erhalten geblieben ist. Die FAZ hat mal geschrieben über Joachim Bischoff, er ist der letzte Marxist, das war Anfang der 2000er Jahre. Ihr seid ausgewiesene Marx-Kenner. Haben denn eigentlich Marx und Engels in ihren Texten selber Hinweise gegeben, wie kapitalistische Ökonomie verstanden werden kann? Ja, zunächst kann man sagen, dass Marx selber biografischen Hinweis gegeben hat, dadurch, dass er, du hattest an Kathrin übergeben mit dem Hinweis Marx an die Uni, Marx selber ist ja biografisch vom akademischen Bereich weg in den Journalismus,
in einem Umfeld der 48er-Revolution, proletarischen Bewegung, und hat in journalistischen Arbeiten das, was Harald schon angesprochen hat, das Paradox von Reichtum und Armut thematisiert an verschiedenen kleineren Studien. Und dieses Paradox war ja zu der Zeit anerkannt, auch von bürgerlichen Ökonomen, die ja nicht so borniert waren wie heute, sondern Ricardo und Smith haben ganz offensiv gesagt, diese Gesellschaft lebt produktiv von dem Gegensatz von Armut und Reichtum. Und die Marx'sche These dann ist im Grunde, dass das Reichtumspotenzial dieser Gesellschaft selber die Basis von Emanzipation abgibt. Insofern basiert die Kapitalanalyse, ist im Grunde eine Theorie des Reichtums, eine revolutionäre Theorie des Reichtums. Und am Anfang steht ja gerade in der journalistischen Arbeit diese berühmte These von Marx, die finde ich nach wie vor ein durchgängiges Motiv, auch für Bildungsarbeit. Die Menschen besitzen einen Traum einer Sache, von der sie nur das Bewusstsein besitzen müssen, um die Sache selbst zu besitzen. Und Schlussfolger darauf, unser Programm ist Reform des Bewusstseins. Das hat nichts mit Reformismus zu tun, sondern hat damit zu tun, dass dieser Reichtum, dieses Potenzial für Veränderung nur mit einer bewussten Aktion der gesellschaftlichen Mitglieder gemacht werden kann. Kein höheres Wesen, nichts anderes. Und biografisch, das, was dann Kritik der politischen Ökonomie heißt oder Kapitalismusanalyse, ist selber eine sich klar machen dieser Struktur des Reichtums, bewusstseinsmäßig, gerade weil er, das wurde auch schon erwähnt, mit Paradoxien, mit sozusagen, Marx nennt er das Fetischismen, Mystifikationen, den er selber durch unterlegen ist, die er selber für sich in Kritik, in Arbeit aufbrechen musste. Insofern ist jeder marxistische oder linke Bildungsprozess auch eine Selbstveränderung der Teilnehmer in Bildungsprozessen mit einer wirklichen Revision von Anschauungen, weil wir selber alle alltäglich diesen Mystifikationen auch unterlegen. Da komme ich gleich noch zu. Insofern Hinweis ist dann sozusagen, würde ich mal sagen, zwei Knotenpunkte dieses Reichtums. Einerseits, das wurde schon von Sibylle erwähnt, natürlich das zugrunde liegende Wertschöpfungsprozess, das ist ein Prozess von Lohnarbeit und Kapital nach wie vor. Es ist also Ausbeutung, aber nicht im moralisch negativen Sinne, sondern in dem Sinne, dass über Produktivkraftentwicklung ein Surplusprodukt permanent geschaffen wird, und das Surplusprodukt ist die Chance dieser Gesellschaft weiterzukommen. Aber, und das ist jetzt der zweite Punkt, dieses Surplusprodukt wird sozusagen in verschiedenen Formen verdeckt, in dem Sinne, dass es als Leistung auch anderen, die nicht wertschöpfend tätig sind, zugeschrieben wird. Und insofern war diese erste Runde war hochinteressant mit diesem Vermögen als Einstieg für Bildungsprozesse, nur die Runde wurde natürlich nicht ganz zu Ende geführt. Und das kann man sehr schön, da könnte man sozusagen das Anliegen von Marx nochmal zeigen. Wir haben Vermögensverteilung dargestellt. Vermögen ist nicht Wertschöpfung. Vermögen sind praktisch Ansprüche auf Wertschöpfung. Und das heißt, dieser Vermögensverteilung unterliegt irgendwo anders permanente Mehrwertproduktion. Und Vermögen ist Abzug von Mehrwert. Und wir als Subjekte sind zum Teil, das wäre dann schmerzlich auszusprechen, selber involviert. Ich möchte nicht wissen, wie viel unter uns natürlich auch über, weiß ich, eine Zweitwohnung, Mieteinnahmen, Vermögen, Wertpapiere selber teilnehmen an Ausbeutungsprozessen, mal hart formuliert. Das müssen wir uns klar machen. Und wir müssen insofern diesen Prozess auflösen, dann in die wirkliche Reichtumsproduktion. Das wäre der eine Punkt, also nochmal zu sagen, wie wird dieses Vermögensensemble, von wie viel wird es geschaffen? Natürlich von ganz wenigen. Dadurch könnte man weiterkommen zu der Frage, und das ist auch ein Impetus von Kapitallektüre, zu einer Zeitdiagnose. Wir haben heute natürlich einen Zustand, wo wir bei einer hohen Produktivität nur noch wenige in der Wertschöpfung tätig sind, und zwar strukturell. Dadurch haben wir das Problem der sozusagen Prekarisierung, nicht als ein zufälliges, sondern als ein strukturelles Problem. Und wir haben, letzter Punkt, dann auch den Punkt, das ist hier mit dem mittleren Teil angesprochen, auch hier hätten wir in der Bildungsarbeit weitergehen können, und ich stand ja auch in dieser Mittelgruppe, da wurde gesagt, Mittelstand so und so und was geben wir ab. Das hätte man verknüpfen müssen jetzt mit der Diskussion, die vielleicht einige in der Presse ja verfolgen, Absturz der Mittelschicht. So wird es ja diskutiert, noch unter Beck bei der Sozialdemokratie. Was hätten wir lernen können? Wir hätten lernen können, dass wir eine Mittelschicht bei uns haben, wo durchaus ein Teil
in der Lage war, aufzusteigen in das obere Drittel, aber natürlich mehr abstürzt nach unten. Dadurch aber Angst entsteht in der Mittelschicht. Dann wurde gefragt, was machen wir? Die meisten haben ihren Snickers aufgegessen. Ich würde sagen, die Mittelschicht, die sozusagen bleibt, die wird natürlich krampfhaft ihr Vermögen erstmal halten. Das ist das Problem. Kein Konsum, sparen. Das heißt, wir hätten sozusagen ganz toll an diesem Beispiel einen Bildungsprozess machen können, wo wir sozusagen unser Bewusstsein nochmal verändern, eine Klarheit über Vermögen, Wertschöpfung kriegen, bis hin zu einer aktuellen Einschätzung, aktueller Diskussion. Machen wir da mal direkt da weiter. Reden wir über Zielgruppen, über die Menschen, die Kapitalismus begreifen können, wollen. Wir müssen natürlich auch darüber reden, welche Akzeptanz hat Kapitalismus, auch in der Bevölkerung, auch bei den Mittelschichten oder in der Arbeiterklasse. Und wie stark sind eigentlich kapitalismuskritische Kräfte? Christoph, du hast ja viel über Bewusstseinsformen von Arbeitnehmern gearbeitet, hast immer wieder betont, dass der Neoliberalismus, also der neoliberale Kapitalismus, auch deshalb so erfolgreich sein konnte, weil er an bestimmte Schichten der Arbeiterklasse Angebote beinhaltet hat. Und kann man denn in diesen meistens ziemlich gut ausgebildeten Arbeitnehmerschichten überhaupt ein Kapitalist, kann da überhaupt ein kapitalismuskritisches Bewusstsein entstehen? Wie sind die Bedingungen? Was würdest du darüber denken? Ja, klar. Also geschichtlich ist es ja ein Mythos zu glauben, die Arbeiterbewegung ist im Grunde aus armen und sozusagen obdachlosen Schichten entstanden. Die Träger der Arbeiter waren zum Teil hochgebildete Facharbeitergruppen, Drucker und so weiter, die so dann in der Ende des 19. Jahrhunderts diese Bewegung aufgebaut haben und kein einheitliches Proletariat, was irgendwie ausgegrenzt oder sozusagen unter schlechten Bedingungen nur gelebt hat. Das, also insofern darf die Arbeiterbewegung auch keinerlei sozusagen Vorurteile gegen gebildete Akteure entwickeln. War oft ein Problem, sozusagen dieser auch Anti-Intellektualismus und sozusagen dieser Mythos des proletarischen Habitus und so weiter, was sicher in bestimmten Situationen gerechtfertigt war. Kann jetzt kritisches Bewusstsein ausgebildet werden? Zunächst muss uns klar sein, dass der Kapitalismus als erste Gesellschaftsform in der Lage ist, Kritik selber für sich fruchtbar zu machen. Er lebt von Kritik. Der Kapitalismus lebt von Kritik. Und das ist ja sozusagen seine progressive Form. Und wir müssen sozusagen, und Marx hat mit dem Punkt Reform des Bewusstseins im Grunde ganz immanent angeknüpft, diese Kritik zu radikalisieren und sozusagen immanent dadurch Veränderungspotenzial zu erschließen. So, und das heißt jetzt also insofern kann auch das Kapitalismus kritische Bewusstsein, dass wir, die Linke sich erarbeitet, kann erstmal noch so charakterisiert werden, dass uns klar sein muss, dass wir nicht, die Linke nicht einfach eine gleichwertige Partei wie andere Parteien ist. Wir sind immer Parteien, die sozusagen ausbrechen will aus dem normalen Gang. Dadurch gewinnt die Bildung. Alle anderen Parteien müssen das strukturell nicht haben, weil sie im Grunde auf das normale Bewusstsein, wo die Leute sich ja durchaus wohlfühlen, aufsetzen kann und einfach als Repräsentanten, als Interessenvertreter das Bestehende verwalten oder sozusagen die bürgerliche Welt als die beste aller Welt immer wieder ausgeben können. Wir müssen uns klar sein, dass wir hier ausbrechen und dass wir das nur ein Stück weit kollektiv und mit einem bewussten Lernprozess machen können. Alles andere, es gibt keine Gesetzmäßigkeiten, es gibt kein höheres Wesen, es gibt keine Avantgarde-Struktur, die uns das abnehmen wird. So, und ja gut, jetzt habe ich mich ein bisschen verloren, das ist eine sehr ausführlich, aber also insofern würde ich doch sagen, dass wir, und da kann die Linke geschichtlich lernen, wir haben zum Beispiel die Krise der Zwischenkriegszeit, ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die progressive Angestelltenkultur, heute gibt es ja nicht mehr Angestellte, aber nach dem Ersten Weltkrieg, die Angestellten waren durchaus links, das wurde damals als bürgerlich abgetan und wurde sich nur auf proletarische Schichten konzentriert, die dann in der Krise arbeitslos waren. Dadurch war die KPD in den 30er Jahren eine Partei der Arbeitslosen. Die Angestellten, die wurden sozusagen über das Angebot selbst des Faschismus mit einer progressiven Massenkultur von Radio und Kino und so weiter gewonnen. Das heißt, da muss uns klar sein, dass Bildung natürlich
nicht gegen Emanzipation steht, aber wir dürfen das von der Klassenlage nicht abschreiben, müssen es aufgreifen. Und die ganzen Diskussionen der 80er Jahre in den Gewerkschaften, Jugend und wie man die Gruppen auch, und auch dann neue soziale Bewegungen im Grunde reflektieren das Problem, dieses Problem. Also insofern, Bildung ist im Grunde Voraussetzung für ein emanzipatorisches Bewusstsein und wir müssen das sozusagen ganz emphatisch aufgreifen für unsere Bildungsprozesse. Gut, gehen wir nochmal zurück an die Welt der Universitäten. Böse Zungen behaupten ja, dass der Marxismus an den Unis ein Marxismus emeritus ist. Das heißt, die 68er, also die Hochschullehrer, die nach 68 ihre Professur bekommen haben im Westen, sind heute im Ruhestand. Im Osten mussten viele linke Hochschullehrer aus politischen Gründen ihren Hut nehmen, weil sie in der SED waren. Gibt es überhaupt an deutschen Universitäten noch marxistisch begründete Gesellschaftskritik? Wohl kaum, also wenig. Ja, das ist in der Tat ein riesiges Problem, was wir haben. Und ich glaube, in Deutschland ist es schon mit am gravierendsten das Problem. Es gibt in anderen Ländern eine viel größere Akzeptanz von marxistische Lehrstühle einzurichten oder überhaupt solche Marxistinnen oder so daran zu lassen. Es wird auch da eigentlich so eine Art Selbstverständnis, so einen marxistischen oder wissenschaftlichen Pluralismus einfach zu etablieren an der Uni. Das ist für die Universitäten teilweise im Ausland eher noch ein Aushängeschild. Und bei uns gibt es sowas fast gar nicht mehr. Bei uns ist total schwierig, als linke Studierende ohne Professoren, die Lehrstühle haben, da fest sind und dort marxistische Theorie machen können. Das macht es schwer für uns in den Seminaren oder als Vorlesung, Marx überhaupt zu erwähnen oder überhaupt. Also man hat oft das Gefühl, der Antikommunismus ist so stark, dass der schon die leiseste Erwähnung irgendwelcher Worte den Argwohn provoziert. Und wir haben das Problem, dass Marxismus deswegen als sehr, sehr unwissenschaftlich betrachtet wird. Das heißt, es ist eigentlich nur so eine Ideologie irgendwie und man sollte das so von sich abstreifen. Also das ist richtig schwierig. Also als wir die Kapitallesebewegung gemacht haben, haben wir versucht, uns auch mit Marxisten und Marxisten auseinanderzusetzen und uns mit denen an einen Tisch zu setzen, Erfahrungen auszutauschen. Und dabei ist uns aufgefallen, genau das Phänomen, was du gerade beschrieben hast, dass wir haben eigentlich kaum Professorinnen oder Professoren, die so 50, 40 oder 30 Jahre alt sind. Also da gibt es eine riesen Lücke und das merke ich selber auch, wenn ich mich mit der Marx'schen Theorie befasse, dass ich habe keine Ansprechpartner in diesem Altersbereich und dieses Niveau an Auseinandersetzung, das müssen wir sozusagen erstmal wieder erreichen. Also wir kommen da erstmal noch gar nicht hin, also schon gar nicht unter den Bedingungen, die ich vorhin schon genannt habe. So. Genau, und deswegen habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass die Auseinandersetzung mit der Marx'schen Theorie eher an den Universitäten so eine Art ein bisschen Elitenaufgabe ist. Für die Studierenden, die links sind, die noch Geld haben und die irgendwie die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist deswegen nochmal, wir müssen auf jeden Fall, also vielleicht auch als SDS unbedingt der Aufgabe nachgehen, mit Bachelor- und Masterstudiengang Marx'sche Theorie trotzdem zu studieren. Danke. Du hast ja davon gesprochen, dass der Antikommunismus noch weiter wirkt, aber es ist ja auch zu beobachten, dass das Wort Kapitalismus, das ja in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, im Westen ja ein Unwort war, das nahm man nicht, das war die freie soziale Marktwirtschaft, ist längst kein Unwort mehr. Jeder redet eigentlich ganz unbefangen davon und auch der DGB, wir springen hier mal zwischen den Welten, hat ja unlängst einen Kapitalismuskongress veranstaltet, einen großen. Gleichzeitig scheint aber sowohl Kapitalismuskritik als auch kapitalismuskritische Bildungsarbeit in den Gewerkschaften abzunehmen. Würdest du dieser These zustimmen? Ist das so? Es ist dramatisch. Und deswegen suchen wir nach Möglichkeiten. Ich denke, die Linke muss diese Lücke füllen. Es ist absolut dramatisch, die Ulrike Zerho sitzt hier, sie ist ja auch bei euch in der Partei, im Parteivorstand auch für politische Bildungsarbeit zuständig. Sie kann das sicher viel deutlicher darstellen, weil sie Lehrende an einer Verdi-Bildungsstätte ist. Also ich kann nur mal sagen, ich habe mir in Vorbereitung eures Kongresses, habe ich mir unsere alte Jugendbildungsrahmenkonzeption für die Jugendbildungsarbeit von 1973 nochmal rausgeholt.
und habe da auch Beschlüsse des DGB nachgelesen. Und das war eine Zeit, wo der Kapitalismus weit weniger krisenanfällig war. Das war aber eine Zeit, also eigentlich müsste der DGB doch jetzt, also es hat Mühe genug gekostet und es ist, glaube ich, ein bisschen dem Hansi Orban zu verdanken, dass das Kapitalismuskongress hieß. Eigentlich hatte er einen gespenstischen Namen, irgendwie soziale Gerechtigkeit in der Krise oder irgend sowas, um das Ding beim Namen zu nennen. Und ich will einfach nur mal sagen, was passiert, also ich will mal zitieren aus dem Gewerkschafts-, also DGB-Bundeskongressbeschluss von 1972 zur gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Da heißt es für die Gewerkschaftsbewegung, die eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse anstrebt, sind Fragen der Bildung von besonderer Bedeutung. Gewerkschaftliche Bildungsarbeit hat von der tatsächlichen Lage der abhängig Beschäftigten auszugehen. Sie darf nicht, und das ist richtig schön in marxistischem Sinne, sie darf nicht bei der Analyse und Erklärung dieser Lage stehen bleiben, sondern muss gleichzeitig die grundlegende Veränderung des Gesellschaftssystems anstreben. Zitat Ende. Und weiter heißt es da, die gewerkschaftliche Bildungsarbeit geht daher von der tatsächlichen Lage der abhängig Beschäftigten aus. Sie bleibt aber nicht bei der Erklärung dieser Lage stehen, sondern strebt die grundlegende Veränderung des Gesellschaftssystems an. Das war 1972. Und wenn man sich anguckt, wie die Politiker, und ich selber bin über 30 Jahre hauptamtlich in der Gewerkschaft, immer auf dem sozialistischen Flügel, wir sind ja eine Einheitsgewerkschaft, aber wenn man sich das nochmal anguckt, 72, dann merkt man, was für ein radikaler Theorieverfall und Politikverfall stattgefunden hat. Ich weiß überhaupt nicht mehr, also an den Hochschulen, Ann-Kathrin, haben wir die Lehrer nicht mehr, die wir damals hatten. Ich habe meinen ersten Vollkurs bei Altvater gemacht, ne? War einfach so, ist nicht mehr so. Es ist der Abendrot-Lehrstuhl gestrichen worden, vor 2 Jahren in Marburg, ein marxistischer Lehrstuhl. Wo lernen unsere jungen Leute noch das Instrumentarium Wirklichkeit zu analysieren und Schein von Wirklichkeit zu trennen und zu begreifen, was ist Schein und wie sehen die wirklichen dahinterstehenden Entwicklungen aus? Und deswegen setze ich sehr, sehr, sehr auf eine systematische, aufeinander aufbauende Bildungsarbeit in der Linken. Ich weiß überhaupt nicht, woher wir sonst politisch und marxistisch gebildete Menschen bekommen sollen. Wir hatten früher, als ich noch Jugendarbeit beim DGB machte, zu dieser Zeit, hatten wir ein 4-Wochen-Seminar in Oberursel, während der Arbeitszeit, bezahlt. Davon war eine Woche Geschichte der Arbeiterbewegung, eine Woche Geschichte nach 45, eine Woche Kritik der politischen Ökonomie, da haben wir Marx gelesen. Und ich sag mal, Gudrun Trautmann-Kalms, die vielleicht einige noch kennen, und ich, also wir treffen immer wieder Menschen, die wir fürs Leben verdorben haben, in Anführungsstrichen, also die immer unserer Idee treu geblieben sind. Aber das gibt es nicht mehr. Es gibt auch keine aufbauende Bildungsarbeit mehr, wie früher in der alten Druck- und Papier. Da war die höchste Stufe ein 6-Wochen-Seminar und dann konnte man auf die ADA gehen, auf die Akademie der Arbeit, die es auch nicht mehr gibt. Und davor gab es aber ein gestuftes Bildungssystem, was aufeinander aufbaute. Und man musste immer den Nachweis bringen, ich habe die Stufe 1 gemacht, ich habe die Stufe 2 gemacht. Und nur dann gab es die Zulassung. Sowas müssen wir als Partei entwickeln. Ich weiß nicht, und die Gewerkschaften müssen es auch wieder entwickeln. Aber ob wir das da schaffen, weiß ich nicht. Wir hatten am Dienstag eine Veranstaltung mit Lafontaine in Stuttgart und es ging auch um Dialektik, um die Kunst, Politik zu machen. Und dann habe ich nach der Veranstaltung den Oskar Lafontaine gefragt, wo lernen unsere Leute, unsere politisch aktiven Leute dialektisch denken? Wo lernen sie die Kunst, Politik zu machen?
Und da hat er geantwortet, und das war jetzt am Dienstag, wir brauchen eine Parteischule. Das zu dem Thema. Nüchterne Analysen können wehtun, aber sie sind auch gut in der Klarheit. In dem Lied heißt es ja, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. In der Situation sind wir jetzt. Gehen wir nochmal zur Partei Die Linke. Harald, du bist schon lange im Parteivorstand. Ich bin da jetzt auch drin, ganz kurz, aber du warst schon im ersten Parteivorstand der PDS, glaube ich, schon jetzt der Linken. Und beide Parteien haben sich die Überwindung des Kapitalismus auf die Fahnen geschrieben. Programmentwurf, ihr wisst schon. Habt ihr schon mal in den letzten Jahren darüber diskutiert, auf welche Probleme man stößt, wenn man das Außenstehenden erklären will? Also die Frage zieht danach, wie tief ist diese Problematik eigentlich in der PDS, in der Linken verankert, das zu tun? Nein, das haben wir natürlich nicht gemacht, solange ich in diesem Parteivorstand bin und auch dem vorher schon. Aber das darf man auch nicht erwarten. Eine sozialistische Partei in einer bürgerlich-kapitalistischen parlamentarischen Gesellschaft, die auch um die Macht kämpft, die in Parlamente gehen will, macht permanent Spagate. Und die Realität ist immer sehr viel näher als die Welt der Ideen. Und die Realität ist einfach, wir kämpfen um Wahlstimmen. Das, was im Stern in der Meinungsumfrage steht, was sich widerspiegelt, plus, minus, 1-2%, beschäftigt diese Partei grundweg viel mehr als die Frage, wie kommen die Gedanken in die Köpfe der Menschen. Das kann man auch nicht erwarten. Wenn es denn so ist, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt, wie Marx gesagt hat, dann hat er mit dem Sein ja nicht das abstrakte Sein gemeint, sondern die konkrete Tätigkeit der Menschen. Und das konkrete Tun in einer parlamentarisch, bürgerlich, demokratischen Gesellschaft hat eben bestimmte Zwänge, denen man ausgeliefert ist. Da muss man dagegen arbeiten. Das große Problem ist eben, dass wenn man in dieser Partei drei gerade Sätze hintereinander sagen kann, wird man sofort Abgeordneter. Und das ist natürlich ein hohes Ziel für viele, die Mitglieder dieser Partei werden. Dagegen zu arbeiten, macht viel, viel Arbeit. Und ich muss sagen, wir haben mit der Gründung der neuen Partei, mit der Bildung dieser Kommission politische Bildung, die gab es in der PDS vorher auch, einen großen Schritt gemacht. Heinz hat gezeigt, wo wir eben weitergekommen sind, aber deshalb fragen wir auch heute, die Linke lernt wirklich, was brauchen wir denn eigentlich? Wo muss es weitergehen? Und ohne dass wir Beispiele dafür schaffen, Brückenköpfe schaffen, wo Bildungsarbeit stattfindet und Menschen dafür gewinnen, dass sie sagen, Bildung ist für mich meine Parteiarbeit. Das ist das Entscheidende. Wir brauchen eine sprechende Partei. Wir können uns nicht auf Presseerklärungen und Internetseiten verlassen, sondern nur das persönliche Gespräch am Arbeitsplatz, an der Theke oder wo auch immer führt dazu, dass die Menschen miteinander reden. Nur im gemeinsamen Dialog kann man Gedanken aufarbeiten. Gerade wenn man umlernen muss, ist das persönliche Gespräch das Entscheidende überhaupt. Und dazu muss man eben in der Tat, muss man auch mal wissen, was ist Dialektik? Das ist nicht nur so eine abstrakte Angelegenheit. Wie drückt sich das in einem Gespräch aus? Wie drückt sich das in Bildungsarbeit aus? Und wir stehen mit dieser Arbeit wirklich erst am Anfang. Und bei allem, was man an der Arbeit des Parteivorstandes kritisieren kann, der Parteivorstand hat auch auf unsere Anregung mit Beschluss gefasst, 1% der Ausgaben dieser Partei wird für Bildungsarbeit ausgegeben. Dieser Parteivorstand hat sich unserem Anregungssystem gefolgt, dass wir eine Abteilung gebildet haben, die jetzt 3 Stellen hat. Wir werden wahrscheinlich auch noch mehr bekommen. Also wir sind auf dem richtigen Weg, aber es ist ungeheuer schwer, was Sibylle geschrieben hat, wo wir alle irgendwie aus dieser Geschichte kommen. Also ich bin selbst ein gewissermaßen Produkt der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Also die 6 Wochen, die du angesprochen hast, die hat mich gemacht in Springen. Ne? Und ich bin darüber erst an die Hochschule gekommen. Ich habe erst dann angefangen, das zu studieren, was ich vorher gelernt habe. Und das war eine ganze Generation. Und wir müssen sehen, dass wir eine solche Situation auch in der eigenen Partei schaffen.
Wir müssen unseren eigenen organischen Intellektuellen schaffen. Wir müssen eine geistige Ausstrahlung haben in dieser Gesellschaft. Nur eine Partei, eine Bewegung, die ein gewisses Maß an Enthusiasmus und Begeisterung entwickeln kann. Nur die kann die Menschen für den Sozialismus gewinnen. Was nebenbei auch den positiven Effekt hätte, dass unsere politische Kultur etwas verbessert würde. Ich glaube, das könnten wir auch ganz gut gebrauchen. Eine kurze letzte Runde, dann kommt ihr dran. Nochmal zur konkreten Fragestellung. Harald, angenommen, du müsstest jetzt ein Wochenendseminar, ein Curriculum zur Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie entwickeln. Welche Inhalte wären besonders wichtig und was könnte wegen der knappen Zeit weggelassen werden? Also das Weglassen ist ja das Schwierigste. Ja. Ich glaube natürlich, man kann nicht begreifen, was Kapitalismus ist, wenn man nicht also die Wertform erkannt hat, wenn man nicht weiß, also wie tatsächlich Mehrwert produziert wird. Ob man nun unbedingt bei der intensiv erweiterten Reproduktion des Kapitals ankommen muss, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, angesichts der Tatsache, dass aus der Ware Geld immer mehr Geld produziert wird auf den Finanzmärkten, dass wir da einen ungeheuer großen Nachholbedarf haben. Die entscheidende Frage ist, wie man das denn dann macht. Da kann man, glaube ich, denke ich, auch relativ viel aus der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit lernen. Ich habe ja jahrzehntelang mit Oskar Nier quergelegen, was Didaktik angeht, aber ein Gedanke war bei ihm richtig, den hat er auch von den Pädagogen genommen. Man muss versuchen, exemplarisches Lernen zu organisieren. Das heißt, man muss einfache Fälle konstruieren, so wie das Brecht im Theater gemacht hat. Das heißt, bis zur Kenntlichkeit verfremdet, alles Beiwerk weglassen und muss von solchen konkreten Fällen ausgehen, theoretische Begriffe ableiten. Das heißt, man muss im Leben beginnen mit konkreten Beispielen, muss aber zum konkreten Begreifen durch Theorie kommen. Das ist eine Arbeit, an der wir momentan arbeiten. Wir haben in unserem Teil Neumitgliederseminar haben wir das mal so gemacht, wir haben da gesagt, wie kann man den Menschen neue Mitglieder, wie kann man denen eigentlich nahebringen, was Neoliberalismus ist? Und da haben wir auch gesagt, wir machen das exemplarisch. Und da haben wir drei Beispiele, die sehr lebensnah sind, aber sehr typisch auch konstruiert. Und über die diskutieren, versuchen wir zu erklären, was sind so Wesensmerkmale dieser kapitalistischen Modernisierung durch die Neoliberalen. Das finde ich, also solche Beispiele muss man suchen, muss man konstruieren. Ich denke, wir brauchen auch ganz viele solche Dinge, gerade für Finanzmarktgeschäfte. Wir haben ja heute Nachmittag die Möglichkeit, in Arbeitsgruppen darüber zu reden. Also ich glaube, ich habe mir so ein paar Dinge zurechtgelegt, wie man das mal versucht, wie man beispielsweise Leerverkäufe begreifbar machen kann, wie man beispielsweise auch begreifbar machen kann, wie überhaupt fiktives Kapital entsteht, wie passiert das denn eigentlich, dass das ein ganz normaler Vorgang ist. Also an solchen Dingen müssen wir, glaube ich, arbeiten und der Parteivorstand, um darauf zurückzukommen, hat dafür die Grundlage geschaffen. Aber machen müssen es Leute, die nicht darauf warten, dass der Parteivorstand neue Beschlüsse fasst. Man muss es selbst machen. Ann-Kathrin, kann man denn heute noch aus der Darstellungsweise lernen, wie sie Marx im Kapital angewandt hat? Und wenn ja, was wäre daran besonders wichtig für die Bildungsarbeit? Ja, die Darstellungsweisen. Also, das ist eine sehr, sehr umfassende Frage und ich glaube, dass ich sie in den 3 Minuten nicht beantworten werden kann. Ja, und ehrlich gesagt, wir haben als Kapitallesen AG auch diese Frage gar nicht so explizit diskutiert. Deswegen denke ich, kann ich nur ein wenig das zusammenfassen, was wir in der Arbeitsgemeinschaft Kritische Wissenschaften über Marx und Kritik gesagt haben. So. Außerdem muss man halt auch noch dazu sagen, dass diese Frage der Darstellungsweise bei Marx auch in der gerade jüngeren marxistischen Forschung hoch umstritten ist. Also da ist es auch schwierig, sich da aus dem Fenster zu lehnen. Okay, und das ist, glaube ich, auch für die Bildungsarbeit generell nicht besonders gut, Leute, die sich anfangen, mit einem Thema zu beschäftigen, mit einer marxischen Theorie zu beschäftigen, so mit solchen tiefen Streitigkeiten zu konfrontieren, weil ich glaube, da würde eher Verwirrung daraus resultieren als Klarheit. Was ja nicht heißt, dass man sich nach einer eingehenden Lektüre und einem Diskussionsprozess auch diesen Fragen widmen muss oder kann.
Was wir gemacht haben, ist halt, sich erstmal wirklich der kapitalistischen Gesellschaft, deren Analyse zu widmen. Wir haben uns versucht, diesen Text anzueignen und sind dabei natürlich zum ersten Mal darauf gekommen, dass diese Darstellungsweise auf jeden Fall was anderes ist als der Prozess, in dem diese Gesellschaft analysiert wurde. Das heißt, Marx hat erstmal sich die Gesellschaft angeschaut und dieser Forschungsprozess war auf jeden Fall ein ganz anderer als dieser Darstellungsprozess. Also Marx hat nicht irgendwie erstmal die abstrakte Ware gesehen und ist dann vom Tauschwert zum Gebrauchswert zur konkreten und abstrakten Arbeit gleich so fortgeschritten und hat das einfach dann so eins zu eins übertragen. Zu der Darstellungsweise, was sie für uns also besonders macht, ist, möchte ich an das, was Harald sagt, anknüpfen, ist, dass dieses Fortgehen von einem erstmal sehr abstrakten Begriff Ware und dieses Aufbauen dieser ganzen Elementarstruktur zu einem und sich entfalten zu einem ganzen großen Zusammenhang, einer Totalität, das ist schon etwas, was bei Marx besonders ist und was daran auch, also was für uns daran interessant ist, ist, dass es dann auch quer zu den ganzen Wissenschaften ist, die an den Unis existieren. Dort haben wir immer nur einzelne Fachbereiche. Wir widmen uns nicht einer gesamten gesellschaftlichen Totalität. Da geht es meistens immer nur um VWL, da geht es um Geschichte, da geht es um Jura, da geht es um nur Teilbereiche der Gesellschaft. Aber eine Theorie, die dem sozusagen so quer zu diesen ganzen Fachbereichen verläuft, ist dem Wissenschaftsbetrieb eigentlich so fremd. Und es gibt zwar an der Uni diesen Begriff Interdisziplinarität, aber ich schätze das so sehr kritisch ein, ob diese Interdisziplinarität wirklich so eine umfassende Theorie bilden kann, weil ich habe sie bisher immer erlebt, dass sie nur in einzelnen Fragen einzelne Verbindungen zwischen einzelnen Fachbereichen herstellt. Die nächste Sache ist, dass erstmal so einen sich aufeinander aufbauende Begriffe und dazu einen Zusammenhang herzustellen, ja, das ist etwas, was auch positive Wissenschaften eigen haben. Das ist erstmal noch nichts so Besonderes. Das, was es aber dann wirklich besonders macht, ist, dass es eine Theorie ist, die einen historischen Gegenstand hat. Und damit ist die Theorie per se für sich auch historisch. Sie hat einen historisch-spezifischen Gegenstand, das ist die kapitalistische Gesellschaft. Würden wir sie irgendwann überwinden, würden auch die Begriffe in dieser Weise nicht mehr gelten. Das ist wichtig und das ist für uns wichtig, weil wir wissen damit, dass die Gesellschaft veränderbar ist. Deswegen macht es diese Theorie auch zu einer primär politischen Theorie. Und das ist dann auch wieder schwierig für uns an den Unis. Und das ist schließlich an das an, was ich vorhin schon gesagt habe. Genau. Also auch nochmal vielen Dank an dich, so komplizierte Materien in 3 Minuten darzustellen. Das ist schon sehr schwer. Und nochmal vielen Dank. Ich weiß, dass es schon eine ziemliche Herausforderung ist. Frage an Christoph. Als Journalist musst du ja ein bisschen Distanz haben. Was würdest du mit einem kleinen Blick von außen, der Linken groß und klein geschrieben, empfehlen, auf welche Inhalte und Themen sie sich bei einer kapitalistischen, kritischen Bildungsarbeit konzentrieren sollte? Vielleicht hast du ja auch ein paar Anregungen zur Methodik, weil wir beobachten zum Beispiel in der gewaschenen Bildungsarbeit, dass die Leute kaum noch Texte lesen. Also das ist ein echtes Problem. Hast du da vielleicht ein paar Anregungen? Ja, in drei Thesen, da kann ich ganz gut bei der ersten an Katrin anschließen, das, was sie mit Darstellung meinte. Der Impetus oder der Bildung muss sein, dass wir nicht einfach eine alternative arbeitnehmerorientierte Ökonomie meinetwegen präsentieren, sondern wir müssen ökonomische Formen in soziale Verhältnisse auflösen, sprachlich, symbolisch. Wir müssen das machen, was ganz gut illustriert ist an dem der leider zu früh verstorbene französische Soziologe Pierre Bourdieu, dessen Buch Elender Welt in der französischen Ausgabe einen Umschlag hat, wo unter dem Titel steht, die Welt zum Sprechen bringen, das Elend zum Sprechen bringen. Wir müssen sozusagen das, was Marx in der Kritik an ökonomischen Formen gemacht hat, diesen Fetischismus, dieses sachliche, natürliche aufzunehmen, müssen wir emphatisch übernehmen. Ein Beispiel, wo auch die Gewerkschaften mit drin hängen, kritisch, Lohnnebenkosten. Die Diskussion in den 2000er Jahren über Lohnnebenkosten ist ein klassischer Fall, wo wir nicht einfach mit einer besseren Statistik argumentieren. Wir müssen Lohnnebenkosten auflösen in das, dass wir sagen, das sind keine Kosten. Der Lohn ist die einzige reproduktive Größe in unserer Gesellschaft. Und die Lohnnebenkosten können nicht hoch genug sein, weil sie bedeuten, dass wir von dem Surplus, was mit dem Lohn auch produziert wird, Teile gewinnen im Kampf,
für Sozialversicherung, für Krankenhäuser. Darauf basiert es. Wir müssen sozusagen diese fachökonomisch bornierte Begrifflichkeit aufbrechen in soziale Verhältnisse. Das muss ein grundlegendes Anliegen sein. Und wir müssen auch Mut haben, sozusagen uns da nicht fachlich sozusagen minderwertig zu fühlen, sondern wir müssen meinetwegen auch in Talkrunden mit bürgerlichen oder anderen Eliten das offensiv praktizieren. Wir können auch mit fantasievollen Formen, so wenn einer sagt, mein Vermögen, wir können hier nicht zurückstehen, wir haben einen Preis, der muss, dann können wir sagen, ja, der Preis unserer Arbeitskraft kann nicht hoch genug sein. So, wir müssen auch mit diesem Fetischismus spielen, um sozusagen hier, so, zweiter Punkt, die Bildungsarbeit muss angelegt sein auf meines Erachtens vier Anliegen. Wir müssen die Mitglieder deutungsfähig machen. Und zwar deutungsfähig für die Zeit, in der wir sind. Wir müssen sozusagen die Situation benennen. Wir nicht einfach nur ein fachlich enges Wissen, sondern wir müssen Zeitdiagnose, Einordnung und wir müssen Zusammenhangsdenken ermöglichen. Wir können heute, wenn ein Linker gefragt wird, wie stehst du zur Rente mit 67, muss er letztlich in der Lage sein, einen Zusammenhang zu formulieren von Wertschöpfung, von Zeitdiagnose, Finanzmarkt und Alterssicherung. Das muss so. Und dann, letzter Punkt, Vorschläge, wie man das umsetzen kann. Ich würde nach wie vor daran festhalten, dass wir als ersten Punkt in der Kritik uns abarbeiten können. So wie Marx sich im Grunde an dem entwickelten bürgerlichen Wissen arbeitet, könnten wir in die Bildungsarbeit, wir können meinetwegen einen Keynes-Aufsatz, bevor wir uns streiten, ob Keynes reformistisch oder nicht ist, können wir zunächst mal übereinstimmen, dass Keynes in bestimmten Aufsätzen für die Zeit, die ähnlich ist wie heute, nämlich eine Zeit, wo die Krise aus dem Reichtum entsteht. Wir haben eine Reichtumskrise, keine Knappheitskrise. So, wir müssen, da könnte man sich abarbeiten, am Aufsatz, weiß ich, die Zukunft unserer Enkel, sozusagen Entwicklungsperspektiven. Wir könnten zweitens, komme ich auf Lafontaine, das ist leider ein Versäumnis, dass wir die Rede von Lafontaine aus dem Chemnitzer Parteitag oder jetzt nochmal mit der Formel KFW, Keynesianismus, Finanzmarkt, Welt, Regierung. Das war ein Segen für die Partei, dass wir da einen hatten, der durchaus sozusagen Zusammenhänge, intellektuelles Potenzial eingebracht hat. Das müsste man zurückbinden und sich so eine Rede mal vornehmen und daran arbeiten, das vertiefen, was an Zeitdiagnose drinsteckt. Und letzter Punkt, bei Marx selber, da würde ich sagen, eher, da hat der Harald schon darauf hingewiesen, wir müssen Wenn-Texte, dann eher für die gegenwärtige Situation des Finanzmarktes. Das ist eine neue Qualität, nicht als Gesellschaftsform, aber als der Übergang faktisch von einer progressiven Wertschöpfung in tendenziell destruktive Formen. Das müssen wir uns klar machen und deshalb müssen wir diese Formen begreifen. Und da wäre zum Beispiel mein Vorschlag eher, nicht jetzt irgendwie diese systematische Kapitallektüre, die kann sowieso gemacht werden, sondern meinetwegen einen frühen Entwurf von Marx über die Oberfläche unserer Gesellschaft von Renteneinkommen, Zinseinkommen und Lohneinkommen, die sogenannte Produktionsfaktorentheorie oder Drei-Quellen-Theorie, wie Marx das nannte, und daran, das ist wo ein Zusammenhang formuliert wird auf 30 Seiten in einem Forschungsprozess, wo man oft viel mehr lernen kann, gerade weil es um Entwicklungsperspektiven geht, als in sozusagen fertige, lang ausformulierten Texte. Und vielleicht einen ganz konkreten Vorschlag, in Band 10, was ich jetzt erst entdeckt habe, dankenswerterweise über einen der besten DDR-Ökonomen, Fritz Behrens, der hatte in einem seiner Artikel, die leider jetzt aus dem Nachlass erst veröffentlicht sind, verwiesen auf den Brief an das englische Arbeiterparlament. Ein knapper Text von 2 Seiten im EWC, irgendwie Seite 160 oder müsst ihr nachgucken, wo wunderbar, sagte ich, eine Gesamtschau des Kapitalismus ganz knapp zusammengefasst wird in 2 große Perioden, nämlich eine Periode, die sozusagen, wo der Reichtum erstmal in Form von Ungleichheit und Kapitalstock entwickelt wird und dann praktisch das übergeht in einen Zustand, wo mit dem Reichtum emanzipatorisch gehandhabt werden kann. Und da formuliert dann Marx, die englische Arbeiterklasse hat zunächst mal sozusagen sich in dieser Entwicklung geformt und gekämpft. Jetzt in der 2. Periode muss sie sich den Menschen zuwenden. Das heißt also, diese schöne Formulierung, und Behrens sagt Sozialismus, das ist die knappste Definition von Sozialismus, sich dem Menschen zuwenden auf der Basis, und das heißt Bewusstseinsaufklärung und Lernprozesse. So, letzte Frage an Sibylle im Podium.
Erkenntnisse ergeben sich ja sowohl aus Auseinandersetzungen, in denen Altgewohntes in Frage gestellt wird, wie auch aus einer analytischen Beschäftigung mit einem Thema. Könnte man das nicht verbinden? Siehst du Möglichkeiten, zum Beispiel Kampagnen der Partei zum Mindestlohn oder Streiks, Demonstrationen mit kapitalismuskritischer Bildungsarbeit zu verbinden? Das heißt, wenn wir auf der Straße sind, gleichzeitig Bildungsarbeit zu machen. Also man muss es verbinden, aber bevor ich dazu ein paar... Man muss es verbinden und da knüpfen wir an den Utopiebegriff wieder an. Aber zuvor noch zu Ann-Kathrin, das hat mir gut gefallen, was du gesagt hast. Also ich denke, ihr seid ja alle Bildungsarbeiterinnen und Bildungsarbeiter. Wir brauchen natürlich auch Formen. Bildungsarbeit darf nie sich in didaktischen Formen allein beschränken, das weiß ich auch. Ich denke, Erkenntnisse und sich analytisch Texte zu erschließen, ist ein schwieriger Arbeitsprozess, der ist für unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben natürlich noch mal schwieriger, weil sie die Methoden nicht gelernt haben. Aber mit mir gibt es nie ein Seminar ohne Tische, weil ich festgestellt habe, das Schreiben ist auch eine Aneignungsform, wie man Ideen für sich, man kann Spielchen machen, aber ich hasse Seminare, wie sie im Moment üblich sind, wo man nicht mal schreiben kann, weil man keinen Tisch hat, sondern, und man schreibt dann eben auch nicht. Das ist das Problem und man kann nicht auf Notizen zurückgeben, aber vielleicht ist das zu konservativ. Ich wollte nur sagen, wir haben vor 2 Jahren im Zukunftsforum Stuttgarter Gewerkschaften über ein Sommersemester eine Seminarreihe gemacht zur Kritik der politischen Ökonomie. Michael Schlecht, uns bekannt und großer Kapitalist, Kapitalkenner, er fährt auch keinen Porsche. Kapitalkenner, ich glaube, er hat 3 Jahre das Kapital studiert und kann immer noch jede Seite und jede Fußnote benennen. Aber Michael hat natürlich ganz hart an den Originaltexten, so wie ihr, in den Kapital. Und da waren 9 junge Vertrauensleute von Daimler und der Türkheim drin. Und dann kommt das mit den Metern, Rock, Ellen und so. Und da haben sie gesagt, kannst du das nicht mal an einem Mercedes erklären? Ja. Und da hat Michael streng gesagt, hier werden Originaltexte gelesen. Und da bin ich, also da denke ich, müssen wir auch die Methode, also man muss nicht an dem Originaltext, wenn das den jungen Arbeitern sich so nicht erschließt mit den Rockellen, dann muss man eben auch die Fähigkeit haben, glaube ich, als Bildungsarbeiterin oder Bildungsarbeiter das zu übersetzen. Wir haben in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, ihr kennt den wahrscheinlich, immer den alten Zeichentrickfilm aus der DDR, Nörgel und Söhne, zur Erklärung der ursprünglichen ursprünglichen Kapitalakkumulation eingesetzt. Er ist ein Zeichentrickfilm, wir setzen ihn heute noch in der Jugendbildungsarbeit in den Gewerkschaften ein. Er ist sehr dialektisch und sehr historisch, also ist überhaupt nicht platt. Und ich finde, es ist auch legitim, mit solchen Mitteln in der Bildungsarbeit zu arbeiten, um auch das Erkenntnisinteresse der jungen Leute oder unserer Genossinnen und Genossen zu erhöhen. Aber jetzt zur Frage, natürlich, man muss, ich setze jetzt mal zwei Zitate gegeneinander. Rosa Luxemburg hat sinngemäß, sie hat es ein bisschen differenzierter gesagt, aber ich kann auch die Quelle benennen. Sie hat gesagt, die beste Praxis ist eine gute Theorie. Und dann kennt ihr aus der Kritik des Gothaer-Programms von Marx, und ich habe das jetzt immer benutzt, weil ich war irgendwie Moderatorin unseres Landtagswahlprogramms, habe ich das immer benutzt, um die Menschen zu beruhigen, dass ein Programm nicht alles ist, hat ja gesagt, jede wirkliche Bewegung zählt mehr als 100 Parteiprogramme. Und ich glaube, in dieser Dialektik und dieser Polarisierung bewegt sich unsere Bildungsarbeit. Natürlich, wenn man weiterliest, sagt der Marx, das ist unglaublich wichtig, theoretisch zu arbeiten. Aber
Ich mache ein kleines Beispiel, wie es funktionieren kann, außer den Streiks, die wir überall und immer haben. Aber in diesem schon diesem Nachwuchsprogramm von Stuttgart, was ich eben schon hochgehalten habe, was einen Zwei-Jahres-Zyklus hat und etwa 20 Wochenendseminare umfasst, haben wir uns mit dem Schwerpunkt Globalisierung befasst. Globalisierung im Rahmen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Und wir hatten ein Seminar in Moosbach, Bildungsstätte von Verdi, angesetzt. Und dann haben die rumgedruckst, die 20 oder 22, wie viel es waren, und haben gesagt, das Ganze war im Juni 2009, können wir nicht lieber nach Heiligendamm fahren? Ne? Also das war ein Ergebnis der Beschäftigung über Monate mit dem Thema Globalisierungskritik, und es stand der G8-Gipfel an und sie haben gesagt, müssen wir denn an die Bildungsstätte, wäre es nicht viel praktischer, wir würden uns der Bewegung anschließen. Das ist ein ganz kleines Beispiel, wie Motivation zum Handeln entsteht und die Bewegung, da gebe ich, bin ich natürlich bei Marx, die Bewegung ist das Wichtige. Und wir machen ja nicht la pour la mit unserer Bildungsarbeit, sondern wir wollen Menschen in Bewegung bringen. Da finde ich aber das Wort Utopie, ich muss mir nochmal von Christoph die schöne Zitat von Marx mit dem Traum aufschreiben, da finde ich natürlich das Wort Utopie und deswegen auch vorhin mein Zitat aus dem alten DGB-Bundeskongressbeschluss. Es geht darum, diese gesellschaftlichen kapitalistischen Verhältnisse zu überwinden. Und das bedeutet natürlich, ich muss etwas anbieten können. Ich tingle derweil mit der 4-in-1-Perspektive durch die Lande und merke einfach auch, wie sie die Menschen ergreift. Wie sie sich vorstellen können, dass ihr Leben ganz anders gestaltet ist, dass sie an Politik partizipieren, dass die Reproduktionsarbeit geteilt wird, dass die produktive Arbeit oder die bezahlte Erwerbsarbeit, die gut bezahlt sein muss, nur noch 4 oder 6 Stunden sind. Also ich denke, wir müssen auch daran arbeiten und dürfen uns nicht scheuen. Reale Utopien, wie Rosa Luxemburg das nennt, müssen ein wichtiger Gegenstand, aber wem erzähle ich das, unserer Politik und unserer Bildungsarbeit sein. Danke an Sibylle und die anderen hier im Podium. Diese Eingangsgesprächsrunde sollte ein Auftakt sein, ein bisschen innerlichen Input zu geben. In der Mittagspause stehen die 4 an Tischen. Man kann auch zwischen den Tischen mal hin und her gehen, auch für Gespräche zur Verfügung. Und in den Arbeitsgruppen nachmittags werden die Themen auch nochmal vertieft. Wir machen aber jetzt hier zum Abschluss noch eine kleine Runde im Publikum. Der Daniel oder der Jörn haben das Mikrofon. Wer möchte sich äußern, möglichst knapp? Und dann machen wir zum Schluss nochmal eine letzte Runde. Das erste ist der Genosse aus Wedding, kommst du, ne? Oder du, ne? Du bist der Erste. Dann ihr beiden und dort hinten war auch noch eine, ja? Okay. Sagst du, stellst du dich auch vor? Ja. Ja, dankeschön. Ich bin Eckhard Dietz, Landesverband Berlin, aber Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Trotz dessen, dass wir uns kurz halten sollen, ich muss schon sagen, ich bin begeistert darüber, wie schnell wir durch die Beiträge so in die Tiefe und die Breite von dem, was Bildung ist, eingestiegen sind. Also dankeschön. Aber was ich sagen wollte, ist, ich habe zwar begriffen, wenn wir gute Bildungsarbeit machen, dann können wir das Wissen verbessern, unseres und das der Menschen. Wenn wir bessere Bildungsarbeit machen, dann können wir das Begreifen bewirken. Und wenn wir noch bessere Bildungsarbeit machen, dann können wir sozusagen das Umlernen bewirken, das andere Sehen der Gesellschaft. Aber dabei ist mir eine Sache ein bisschen zu kurz gekommen. Was wollen wir denn rüberbringen?
Es war hier vornehmlich die Rede von den ökonomischen Grundlagen, von der Analyse des Kapitalismus. Und am weitesten habe ich die Beiträge von Christoph verstanden. Er sagte, wir müssen diese ökonomischen Formen auflösen in soziale Verhältnisse. Und das war mir ein bisschen zu kurz gekommen. Es wurde verschiedentlich geredet davon, wie umfassend in dieser Gesellschaft durch Sprache, durch Medien, durch Kultur und Kunst in alle Bereiche hinein tatsächlich die Weltanschauung gebildet wird, geprägt wird und wie wir dazu arbeiten haben. Und das aufzulösen, glaube ich nicht, dass es reicht, sozusagen an der Ökonomie anzusetzen und dann schrittweise voranzuschreiten zu den sozialen Formen. Das sind Herrschaftsformen, sondern man, denke ich, muss beides parallel angehen. Die Herrschaftsform, die sozialen Verhältnisse, die Herrschaftsform sind. Und in dem Zusammenhang ist eine der bedeutendsten Herrschaftsformen die Kritikfähigkeit, die du genannt hast, die Kritikfähigkeit des Kapitalismus, die aber nicht nur eine produktive, eine positive Seite dieser Gesellschaft ist, sondern die verdammt nochmal versteht, mit dieser Kritikfähigkeit Herrschaft herzustellen, die Ängste zu regulieren und auszuspielen, tatsächlich in alle Bereiche vorzustoßen und wirksam zu sein. Danke. Danke. Die Genossin hier vorne. Ja. Guten Tag alle zusammen. Ich bin Ingrid Heiser, promovierte Allgemeinärztin aus der Oberlausitz, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Politische Bildung, die gibt es bei uns über zwei Kreise und die gibt es schon seit den 90er Jahren. Also die ist keine neue Erfindung. Und ich muss mal eins sagen, ihr werdet mich vielleicht jetzt steinigen, aber ich bitte euch und alle, vergesst nicht, dass diese Partei eine PDS-Wurzel hat und diese Wurzel hat eine sehr gute Ausbildung in Marxismus-Leninismus von vielen. Ich will jetzt nicht das alte Parteilehrjahr wieder heraufbeschwören, aber wenn wir Leute suchen, die Ahnung von Marxismus und Leninismus haben, die wissen, wie man analytisch arbeitet, dann sind das alle Akademikerinnen und Akademiker, die heute noch leben. Und ich mit dem Jahrgang 51 gehöre auch dazu und möchte die Zeit, die ich diese Ausbildung genossen habe, nicht missen. Und ich bitte einfach die können wir bitte die Genossin ausreden lassen, das ist ein bisschen laut hier vorne, bitte. Ich bitte einfach die Kommission, auch diesen Schatz, den diese Partei hat, nicht so zu vernachlässigen, sage ich mal ganz vorsichtig. Es gibt auch Traditionen der Bildungsarbeit eben seit den 90er Jahren. Das ist das eine, das hätte ich jetzt gerne mal vorausgeschickt. Und das andere, da würde ich dort gerne anschließen, weil ich Medizinerin bin und weil ich auch auf dem sozialen Gebiet sehr viel arbeite. Das Wichtigste in der Basis, ich komme ja auch da fast von Zittau, von da ganz hinten aus dem Osten, wenn wir das nicht runterbrechen auf die sozialen Verhältnisse und wenn wir nicht lernen, in Augenhöhe mit den Menschen zu sprechen, dann können wir keine Bildungsarbeit machen. Wir können eine super akademische Ausbildung haben, wir können ein super Wissen haben, wenn wir es nicht lernen, so zu sprechen, wie der Mensch auf der Straße spricht, wie der Kollege neben mir spricht oder wie der Hartz-IV-Empfänger spricht oder wie die Rentnerin oder sonst irgendwas, dann werden wir keine vernünftige Bildungsarbeit machen können. Und ich denke, das ist noch viel, viel wichtiger als irgendwelche sicherlich nötigen, hochwissenschaftlichen Dinge zu machen. Aber unter Bildungsarbeit verstehe ich sprechen, lernen mit dem Menschen auf der Straße. Das ist für mich das Allerwichtigste. Das heißt also, das, was wir theoretisch erarbeiten, ja, in solchen Seminaren, wo wir Mediatoren werden und Ähnliches, zu lernen, wie spreche ich mit den anderen. Und da sind dann auch andere Formen mal gefordert und da muss man auch nicht immer den Tisch haben. Sonst bin ich da ganz deiner Meinung, Sibylle. Danke. Würdest du dem Genossen? Du bist dann.
Jetzt funktioniert. Mein Name ist Stefan Loren, komme auch aus Baden-Württemberg. Der Billy kennt mich, glaube ich, schon ganz gut. Ich möchte genau daran anschließen. Und bitte versteht das nicht als Kritik, sondern mir ist so eben aufgefallen, als ihr eure Beiträge gemacht habt, die wirklich sehr gut waren. Da saß der gewerkschaftliche Teil, da saß der Bildungsbeauftragte der Partei und ein, ich nenne es jetzt mal intellektueller Teil. Aber diejenigen, die wir eigentlich ansprechen wollen, nämlich die Rentnerinnen und Rentner, die Hartz-IV-Empfänger, die Alleinerziehenden, Mütter und Väter, die saßen nicht da vorne. Das heißt, wir befinden uns mittlerweile auch in der Gefahr, dass wir im Grunde genommen die Leute, die wir ansprechen wollen, nicht mehr mitnehmen. Und das hat auch was mit Bildungsarbeit zu tun, die wir innerhalb der Partei leisten müssen. Das, denke ich, ist schon ein ganz wichtiges Problem. Und auch wir, und da unterscheiden wir uns leider auch nicht von anderen Parteien, haben mittlerweile auch die Entwicklung, dass wir Genossinnen und Genossen, die wir für höhere Aufgaben wie zum Beispiel Mandate oder sowas ausbilden, schon einen gewissen, ich provoziere jetzt mal, intellektuellen und auch andersweitigen Standesdünkel haben müssen. Gewerkschaftsmitglied, studiert sein, dass hier wir uns von der Basis und von den Leuten, die wir eigentlich ansprechen, dass wir uns von denen entfernen und die wählen uns auch gar nicht mehr. Zumindest bei den Wahlen, die wichtig sind, wie Kommunalwahlen und solche Wahlen, da gehen die nämlich nicht mehr hin. Letzter Punkt, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, und da müssen wir uns auch überlegen, welche Formen wir da wählen können. Ich selber habe eine Politikausbildung bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung gemacht und musste da sehr darum kämpfen, weil ich eine Assistenz dafür brauche. Und als ich angefangen habe, mich für diesen Kurs zu bewerben, da wurde mir gesagt, ich sollte also diese 1700 Euro bezahlen und dann nochmal 2500 für meinen Assistenten. Ich frage mich, welcher Hartz-IV-Empfänger und in der Situation befinde ich mich, kann sich 4500 Euro ohne Fahrtkosten leisten, um eine Politikausbildung zu machen. Ich konnte dann diese 2500 auf 900 Euro runter handeln, aber es ist, denke ich, schon ein Problem, dass auch wir bei den Linken diese Fortbildungsmaßnahmen zumindest im Rahmen der Rosa-Luxemburg-Stiftung so teuer halten, dass sie nicht alle bezahlen können oder nur in bestimmten Positionen gezahlt werden können. Das ist nun mal so. Ja. Vielen Dank. Du bist jetzt dran. Kannst du hier das... Hi, ich bin Susanne Kreuzer, ich komme aus Essen. Wir sagen immer, Bildung muss bezahlbar bzw. für alle sein. Und das ist natürlich ein Widerspruch zu dem, was wir in unserem eigenen Wahlprogramm haben. Weshalb ich mich aber gemeldet habe, sind ganz viele interessante Beiträge gewesen und euch hier auch nochmal herzlichen Dank. Das war sehr umfangreich und sehr lehrreich. Mir ist etwas aufgefallen, und zwar bei den Beiträgen habt ihr sehr oft von den Denkstrukturen, die sich auch ändern müssen. Ich glaube, fangen wir bei uns an. Berufstätige, Berufsleben, nach der Arbeitszeit. Ganz zum Schluss hast du Gott sei Dank nochmal gebracht, die 4-in-1-Leben-These, mit der du im Moment hausieren gehst. Das interessiert mich sehr. Wenn wir nach wie vor unser Leben nur über die Arbeit, unser Berufsleben definieren, ist das etwas, da behindern wir uns selber. Mir gefällt die Begriffe der Erwerbstätigkeit oder der Nichterwerbstätigkeit sehr viel besser. Und ich glaube, da müssen wir auch in unseren Strukturen anders lernen zu denken. Dankeschön. So,
wir haben jetzt, ich habe dich gesehen, du bist auch der Nächste, der dran ist, dort ganz hinten. Ich habe 12 Wortmeldungen, kann aber nur 6 annehmen. Ich habe es nach der Reihenfolge gemacht. Es sind noch 2 Männer. Wenn sich noch eine Frau meldet, kommt sie noch dran jetzt. Gut, dann bist du noch dran und du, und danach gehen wir nochmal ins Podium zurück. Ja, ich bin Norbert Schneider aus Thüringen, Kreisverband Saarfeld-Rudestadt. Bin in der AG Politische Bildung und der Bildungsverantwortliche bei mir im Landkreis. Ich finde die Tagung, die Podiumsdiskussion sehr aufschlussreich und sehr interessant. Hat mir auch einige weitergehende Anregungen gegeben. Warum ich mich gemeldet habe, ist der Aspekt, der mir in der linken Diskussion noch nicht klar geworden ist, wo es hingehen soll, beziehungsweise warum es nicht diskutiert wird. Und zwar geht es darum, dass zwar viel über Ausbeutung debattiert wird und auch theoretisiert wird, aber ganz konkret, was es wirklich ist im ökonomischen Maßstab, beziehungsweise im finanziellen Maßstab, das wird nicht thematisiert. Also wir haben vor uns das Thema Reichtumverteilung sehr gut demonstriert bekommen, aber die Reichtumszuwächse in der Bundesrepublik in Größenordnung, ich sage jetzt mal 400, 500 Milliarden Euro pro Jahr, genau wissen wir es ja nicht. Was ist konkret von dem Reichtumszuwächsen wirklich für uns Linke Ausbeutung und müsste sozusagen verhindert werden? Und dann die Konsequenzen daraus, also die Arbeitszeit, die dafür aufgewandt wird, die und mit Verschmutzung und Ähnliches. Also dieser Aspekt fehlt mir in der linken Diskussion. Und dann noch eine Anregung. Also ich habe zwar das noch nicht selber ausprobiert, aber es gibt ja im Prinzip in jedem Landkreis eine Volkshochschule und die Volkshochschulen nehmen sehr gern Bildungsanregungen auf, auch zur Marx-Debatte. Danke. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Volkshochschulen in diesem Land. Du bist dann die letzte Diskussionsrednerin aus dem Publikum. Stell dich bitte auf. Ja, Anja Bergmann, Landesverband Bayern, zu Hause in Nordbayern, in Franken. Die Idee mit der Parteischule, die finde ich sehr interessant. Die Frage ist für mich nur, ich bin also normal beschäftigt in einem Ingenieurbüro, 40 Stunden Arbeitswoche, schaffe kaum noch hinterher meine E-Mails zu lesen und abzuarbeiten und bin am Wochenende auch eigentlich fast jedes Wochenende unterwegs. Wer von unseren normal beschäftigten Mitgliedern, ganz normal beschäftigten Mitgliedern, ob nur Akademiker oder nicht Akademiker, ist überhaupt rein physisch dazu in der Lage, an der solchen Parteischule zu lernen? Wie kann das organisiert werden? Für mich steht da ein großes Fragezeichen, weil meiner Erfahrung nach, also zumindest im Westen, ist die Personaldicke, also die Mitgliederzahl so gering, dass sich die Aufgaben von einem Landesverband also auf so wenig Menschen aufteilen, dass die eigentlich gar nicht mehr zeitlich dazu gar nicht mehr in der Lage wären. Und darüber, denke ich, muss man nochmal ganz konkret nachdenken, wie wir unseren Mitgliedern eigentlich eine solche Teilnahme an solchen Bildungsmaßnahmen ermöglichen können. Ja. Die zweite Frage für mich war, hier wurde viel gesagt zu wissenschaftlicher Arbeit und wissenschaftlicher Bildung. Für mich ist eigentlich das Ziel ein anderes gewesen von parteiinterner Bildungsarbeit, und zwar unsere eigenen Mitglieder, die ja schon das Bewusstsein haben, dass diese Gesellschaft anders werden muss, die brauchen wir nicht mehr davon überzeugen, ja, dazu in die Lage zu versetzen, ja, also den größten Teil, es gibt sicherlich auch Leute, denen das nicht so klar ist und die trotzdem Mitglieder in unserer Partei sind. Nee, für mich ist der Punkt, wie versetzen wir unsere eigenen Mitglieder von diesem Bewusstsein, dass diese Gesellschaft sich ändern muss, in den Stand auch zu argumentieren bei den Kollegen, in der eigenen Parteiversammlung unter Umständen zu argumentieren und zu sprechen, darüber zu sprechen, wie sich denn, an welchen Punkten sich denn vor allen Dingen diese Gesellschaft ändern muss und wie sie dann aussehen soll. Und auch das Interesse daran zu wecken, darüber zu diskutieren,
wie diese andere Gesellschaft aussehen soll. Denn ich habe in letzter Zeit immer wieder gehört, ja, der Sozialismus als Ziel, das ist so weit weg und das ist überhaupt nicht praktikabel und das ist so eine Wolkenkuckucksheim-Idee und wir sollten doch hier jetzt erstmal dafür sorgen, dass unsere Arbeiter gerecht entlohnt werden. Und das ist mir eigentlich zu wenig. Danke. Wir können leider nicht mehr Genossinnen und Genossen drannehmen. Und ich verweise nochmal auf die Diskussionsrunden in der Mittagspause. Ich glaube, hier sind einige Sachen angesprochen, die elementar sind für unsere Bildungsarbeit, die wir auch verbessern und lösen müssen. Das eine ist, was du angesprochen hast, Ost und West müssen beide in der Bildungsarbeit vertreten sein. Das entwickelt sich auch und sie müssen sich auch besser kennenlernen, weil es oftmals auch rein sprachliche Probleme sind. Wir reden über das Gleiche und drücken etwas anderes damit aus. Das andere ist, was du gesagt hast. Die Milieus im Westen unserer Partei, also nicht nur Osten, wir sind auch die Milieus der Prekarisierten und der Gewerkschaften, kommen nicht zusammen. Es gibt Vorbehalte, man redet übereinander, nicht miteinander. Es gibt soziale Grenzen der Teilnahme, zum Beispiel, wenn man in eine Gaststätte geht und eine Apfelschorle für jemanden mit ARG 2 eine echte Ausgabe ist und für jemand anders eben nicht. Ja, und über solche Sachen müssen wir nachdenken. Wir haben über Arbeitsbegriff gesprochen, also auch Themen aus der Programmdiskussion. Wir sind mittendrin eigentlich in den Diskussionen und Problemen, die wir haben und in den Ansatzpunkten. Das können wir jetzt hier in der Gesprächsrunde nicht klären. Deshalb habe ich den Genossinnen und Genossen hier vorne gesagt, eine Minute können Sie noch sagen. Ich verweise auch da an die Mittagspause, an vier verschiedenen Tischen stehen die vier. Man kann auch mal miteinander sprechen, man kann von Tisch zu Tisch gehen. Wir suchen auch da einen weiteren Diskussionsprozess zu organisieren. Und ich verweise auf die Arbeitsgruppen, wo wir sicherlich tiefer in diese Themen reingehen. Ich verweise auch noch schon jetzt mal darauf, das wird hier alles dokumentiert. Es gibt Filme, es gibt Bilder im Netz, es wird Texte geben. Das heißt, man kann auch, wir sind sehr auf Nachhaltigkeit, wir dürfen das auch nachlesen. Also jetzt ihr vier nochmal, Ann-Kristin fängt an, eine Minute zu dem, was hier im Publikum, Entschuldigung, von den Genossinnen und Genossen, die nicht hier oben sehen, gesagt worden ist. Okay, erstmal Dankeschön für eure Beiträge, fand ich sehr interessant. Ist auch schade, dass wir da nicht mehr hören können jetzt. Also ist eigentlich blöd, was ich jetzt noch zu sagen habe. Also ich würde nur noch eine Sache sagen, ich bin auch auf dem Podium nur für diese universitäre Landschaft. Also mir ist total bewusst, dass es immer, auch in den 90er Jahren und in den 80er Jahren, immer Leute gab, die sich mit Marx'scher Theorie auseinandergesetzt haben und die breit diskutiert haben. So. Genau, deswegen... Ja, genau, mehr will ich eigentlich dazu nicht sagen. Ja, ich will ganz eng auf einen Punkt doch das vertiefen und sicher nicht alles beantworten und auch einen Widerspruch wahrscheinlich zu dem Bedürfnis bei Bildung muss sozusagen uns befähigen, mit den einfachen Leuten auch ins Gespräch zu kommen. Ich würde provozierend sagen, der Entstehungsprozess der Linken hier ist historisch extraordinär. Eine normale Partei entwickelt sich historisch über längere gemeinsame Sozialisationsprozesse, entstehend von Vereinen, von Abend, von Stammtischen und so weiter. Alles das haben wir nicht, sondern wir sind ganz gedrängt unter historisch einzigartigen Bedingungen entstanden. Und haben das im Grunde auch von oben. Und hat dadurch das Problem von Kommunikation. Und wir müssen, da würde ich ganz hart erstmal ganz eng argumentieren, wir müssen unsere Repräsentanten und auch die Führungsebenen, die Bundesebenen, befähigen zu deuten für die Gesamtpartei. Und insofern halte ich ganz erstmal daran fest, dass wir diese nicht gewachsene Struktur durch Bildungsarbeit unserer Mitglieder selber kompensieren müssen. Und da ist dann auch bei aller Utopie und Ziel, wo ich auch dafür bin, aber viel wichtiger, dass wir in der aktuellen politischen Konstellation Deutungsfähigkeit erlangen und die Mitglieder sozusagen nicht nur mit Sozialismusmodelldiskussionen, alles richtig, aber wir müssen aus meines Erachtens zwei Schwerpunkte, wir werden die nächsten 2-3 Jahre, werden wir mit politischen Lagerverschiebungen, wir haben jetzt schon die Grünen, die Sozialdemokratie, zu all diesen Sachen schweigen wir im Grunde öffentlich intern. Das muss verstärkt werden und wir müssen den Krisenprozess, der ja selber uns jetzt schon, da am Anfang war was, dann war nichts, dann waren wir irritiert, ist es vorbei, ist es nicht vorbei,
dass diese beiden Schwerpunkte zumindest aus meiner Sicht aktuell, die müssen vertieft werden. Das Dritte würde weiterführen, auch wir sind konfrontiert mit einer weltweiten Verschiebung von Dynamiken. Wir müssen natürlich die China-Frage, gerade als Linke, als Marxisten, muss diskutiert, was bedeutet das weltgeschichtlich und für unsere Konstellation, wenn sich das Zentrum des Weltmarktes, der Kapitalakkumulation und anderer Strukturen von USA nach China, mal vereinfacht gesagt, verschiebt. Dazu müssen wir deutungsfähig sein, damit wir unsere Mitglieder, unsere Akteure sich im Tagesgeschäft verorten können. Ja, ich möchte an den Begriff Deutungsfähigkeit ansetzen, weil ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Ergebnis unserer Diskussion heute Morgen hier. Das hebt auch diesen Gegensatz auf von angeblicher nur Theorieaneignung und dann Praxis und auch, was du gesagt hast, die richtige Forderung, man muss sich die Menschen verständlich machen. In meiner eigenen Erfahrung, ich habe das Glück gehabt, dass ich eine sehr positive Entwicklung in der Bundesrepublik mit beobachten konnte. Da haben wir das so erlebt. Natürlich nicht alle, die in die gewerkschaftliche Jugendbildungsarbeit kamen, wurden dann Intellektuelle. Aber diejenigen, die beispielsweise mal einen Text verstanden haben, die plötzlich, Mensch, da komme ich ja drin vor, das ist mein Leben, jetzt verstehe ich endlich mal, wie das funktioniert. Die haben Appetit bekommen, die haben nicht mehr aufgehört zu lösen. Und dann sind sie an die Universität gekommen und dann fängt das Problem an. Dann veränderst du deine Sprache völlig. Ja, also für mich war das ein gravierendes Problem. Ich habe also die letzten Jahre meiner Berufstätigkeit als Journalist gearbeitet. Ich musste mir meine ganze Schreibe abgewöhnen, ne? Also ich fing dann erstmal an zu regeln und nachher hat mich kein Mensch mehr verstanden. Und dann kommt erst der Prozess, erst wenn du das verarbeitet hast, dann lernst du mit Menschen reden. Diese vielen Jahre haben wir in der Partei nicht, aber wir müssen unsere Bildungsarbeit so organisieren, dass einerseits wir Motivation schaffen, andererseits Deutungsfähigkeit erringt für uns persönlich und dann müssen wir Praxis machen. Erst in der Praxis lernt man dann das, was man begriffen hat, auch anwenden. Das ist ein Ding, was wir wirklich in der Bildungsarbeit, eine Linie, die wir einhalten müssen. Ja, ich kann da anknüpfen, Stefan. Ich sag mal, unsere H&M-Verkäuferin, mit der wir Bildungsarbeit machen in Stuttgart, ist ein ganz normaler Mensch. Aber, und unsere Bildungsarbeit muss allemal so sein, also wir wollen, also ich knüpfe an dem an, was Harald gesagt hat, das Ziel ist erstmal Erkenntnisinteresse zu wecken. Das ist das Wichtige und deswegen hat es auch mit Lernmethoden zu tun. Ja, also keine Frontalunterrichte und. Das alles, was ihr wisst. Aber natürlich Erkenntnisinteresse zu wecken, um die Menschen in Bewegung zu bringen. Diese Dialektik ist unglaublich wichtig. Deswegen sage ich, Bildungsarbeit ist kein Selbstzweck. Aber was wir nicht vergessen dürfen, und das sage ich unseren jungen Genossinnen und Genossen, immer wenn sie auf Seminare fahren, theoretische Arbeit ist Arbeit, harte Arbeit und Erkenntnisse fallen nicht vom Himmel und die Ursachen der Gesellschaft müssen hart erarbeitet werden, ob mit Marx-Texten oder anderen Texten und daran kommen wir nicht vorbei und das müssen unsere Mitglieder, unsere, ich sag jetzt mal auch neuen, ich meine nicht nur junge, neuen Genossinnen und Genossen lernen. Und das macht ihr hoffentlich auch deutlich als Bildungsarbeiterinnen und Bildungsarbeiter. Und die Kunst, die große Kunst dabei ist, dass sie Spaß an der Sache behalten. Ich glaube, das war ein sehr gutes Ende unserer Gesprächsrunde. Gleich kommt das Mittagessen. Es gibt keine sozialen Schranken dabei. Das Mittagessen ist umsonst, wie alle Getränke. Aber bevor wir da dorthin gehen, wird Daniel jetzt erst noch mal vorstellen, wie es jetzt weitergeht mit den Arbeitsgruppen. Und ich gebe ihm mal das Mikrofon.